Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen WoW-Beta-Show für Mist of Pandaria. Heute werde ich euch mal so ein bisschen was zeigen, was sich so interface-mäßig und im Großen und Ganzen so ein klein wenig geändert hat. Und zwar, wie ihr seht, ich kann mal kurz zurückgehen, also das bleibt euren neuen Charakter zu erstellen, das bleibt auch, hier kann man sich fertige Charaktere gerade auf der Beta vorfertigen lassen, das Feld hier müsst ihr euch dann quasi wegdenken. Ich werde das jetzt trotzdem mal nehmen, weil ich noch was schauen möchte. Und zwar ist das Positive jetzt, dass ihr hier direkt könnt ihr jetzt links eure Rasse oder ja, eure Rasse wählen. Die haben wir. Ihr seht, der Pandare ist ja halt neutral, also den gibt es auf beiden Seiten, sowohl Horde als auch Allianz. So, was hat sich noch geändert? Genau. Wie ihr seht, wir können ja hier halt unsere Klasse jetzt rechts wählen, schön groß auch, nicht mehr alles so auf eine Seite gequetscht. Ist ganz nett. Wenn wir jetzt weiterklicken, können wir, wie ihr seht hier, und da haben wir hier die ganzen normalen Rubriken wie Hautfarbe und etc. Das Positive ist jetzt, dass man hier direkt an der Seite, also rechts, in kleinen Bildern schon sieht, vorher wie die Hautfarbe aussieht, ohne dass man wie blöde durch die immer so durchklicken muss. Und man hat dann schon auf so einem kleinen Bildchen, sieht man, was einen so erwartet vom Aussehen her. Finde ich eine ganz gelungene und gute Neuerung, also designtechnisch. Jetzt können wir zum Beispiel auch das Gesicht wählen, welches jetzt sagen wir mal hier unser Worgen haben soll. Wie gesagt, auch wieder auf den kleinen Bildern schön zu erkennen. Das gleiche auch mit der Frisur. Wir sehen die Frisuren schon alle in kleinen Fenstern hier, ohne dass man ewig lange suchen muss oder durchklicken muss und man gerade gar nicht weiß, bei welcher Frisur war ich denn jetzt schon, hatte ich die überhaupt schon etc. Haarfarbe ist auch wieder das gleiche. Okay, jetzt beim Borg sind nicht so viel Haarfarbenauswahl drin, aber ist der nicht so dramatisch. So, jetzt können wir noch die Ohren anpassen, immer kleine Ohren. Name, wird erstellt und das ist unser Char. Das war jetzt die erste Neuerung und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich euch ein bisschen das neue, die neuen Änderungen am Interface zeige. So, und da sind wir wieder zurück und jetzt gucken wir uns doch mal ein bisschen das Interface etwas genauer an, weil da hat sich auch so bei ein paar Sachen ein bisschen was geändert. Und zwar fangen wir am besten mal mit den Talentbäumen an. Die sind ja nun, wie ihr schon bestimmt wisst, komplett verschwunden. Und das Ganze funktioniert jetzt so. Das Gute ist jetzt, dass beim Druiden kann man das sogar noch ein Stück besser zeigen, weil da hat man ja, kann man ja bis zu 4 Rollen übernehmen. Funktioniert das jetzt folgendermaßen. Hier an der Seite seht ihr, welche Skillungen, also welche Talente ihr mit den Druiden annehmen könnt. Es gibt einmal die Eule als Gleichgewicht, dann gibt es die Katze, den Bären und den Heiler. Also der Bär ist auch der Tank. Wenn wir uns jetzt für eine entscheiden, dann sehen wir sofort hier auf einen Blick, welche Fähigkeiten wir denn mit diesem Talent bekommen würden. Zum Beispiel hier bei Wildheit, also typische Katzentalente. Alles was für die Bärengestalt eben gut ist. Und Heiltalente. Ich nehme jetzt meinen Eulkind-Ruinen. So. Und man sieht, die Zauber flutschen ganz lässig und schön hier unten rein. So. Dann, die Talentbäume gibt es ja an sich nicht mehr, sondern wir können uns jetzt alle 15 Level für eine von 3 Fähigkeiten entscheiden. Das Positive ist, dass man auch in Raids zwischen Kämpfen, also zwischen den Kämpfen,
einfach mal diese Fähigkeit hier auch wechseln kann. Also man muss sich nicht für eine festlegen, muss dann wieder zu seinen Lehrerinnen das wieder verlernen und neu erlernen. Nein, man kann einfach mal mitten im Raid komplett umsockeln, je nachdem, wie man es gerade eher benötigt. Das ist auf jeden Fall, also finde ich ziemlich geil, weil das Schöne ist, dass dann auch für neue Spieler es wirklich ziemlich einfacher gemacht wird. Die müssen nicht mehr durch diesen Talentwahnsinn durchgucken, sondern es ist schön einfach, sich eine Fähigkeit auszusuchen und ja, das war's. Ganz easy. Okay, hart eingesessene Spieler, die haben natürlich haben doch schon ein bisschen was dagegen, weil ja klar, es ist wenn man überlegt, man hat sich damals wirklich noch mit seinen Talenten auseinandersetzen müssen und rechnen müssen, gucken müssen, was ist jetzt die beste Skillung, um den meisten Schaden zu erbringen, zum Beispiel als Damage-Dealer. Gibt's alles nicht mehr, sondern jetzt kommt es nur darauf an, die richtigen Attribute zu verwenden und die für den Fall besseren Zauber zu verwenden oder Fähigkeit hier. Dann das Glyphensystem. Hat sich auch etwas abgespeckt. Und zwar gab es ja damals die primären, die erheblichen, also mit Kataklysmen, die primären, die erheblichen und die geringen Glyphen. Gibt es nicht mehr. Weil, also zumindest die primären sind rausgenommen worden. Es gibt jetzt nur noch wieder, wie damals zu Breath of the Lich King, nur erhebliche und geringe Glyphen. Was meiner Meinung nach ja eigentlich auch reicht. Klar, man muss sich jetzt schon ein bisschen direkter wieder festlegen. Aber meines Erachtens reicht es einfach wirklich. So. Dann, was hat sich noch getan? Unser Zauberbuch hat sich etwas verändert. Wir haben jetzt hier den neuen Reiter Kernfähigkeiten bekommen. Also generell, die hier bleiben grau, weil wir diese Talentspezialisierung nicht mehr, also die nicht haben, sondern es war ja damals so, dass da einige Fähigkeiten sind eben halt beim Wiederherstellungsbaum reingelandet, die man benutzt, einige bei dem in dem Bärenbaum, einige in den Katzenbaum etc. Ist jetzt ja auch nicht mehr, weil die Fähigkeiten sind einfach zusammen in einen quasi in einen Reiter gelegt worden. Hier findet ihr alles, was auch normalerweise in anderen Bäumen war. Zum Beispiel ist ja der Spurt, war ja damals immer also für die, bei den Ferrets zu finden gewesen, ist jetzt, wie gesagt, einfach gemischt zusammen in einen Baum rein. Hier zum Beispiel zerfleischen ist eigentlich auch bei den Katzenfähigkeiten drin gewesen. Wiedergeburt war bei den bei den Wiederherstellungsfähigkeiten und. Es ist dadurch etwas einfacher geworden. Man muss nicht jeden Reiter hier durchgucken, welche Fähigkeit habe ich jetzt hier noch nicht in meiner Leiste und welche brauche ich hier eigentlich und so. Sondern ihr habt alles auf einen Blick, ihr könnt direkt durchblättern. Ist auch eine ganz nette Sache. Und so, dann haben wir hier den neuen Reiter Kernfähigkeiten. Der zeigt uns einfach nur nochmal, welche Fähigkeiten es wirklich nur mit unserer, also mit unserem Talent gibt, was wir uns ausgewählt haben. Wie das in unserem Fall ja der Gleichgewichtsdruide ist. Die Eule. Schade, sind ja nicht die neuen Modelle drin. Darauf habe ich eigentlich ein bisschen spekuliert, aber naja, man kann ja nicht alles haben. So, der Berufsreiter ist geblieben, wie gehabt. So, dann gucken wir mal weiter. Ja, bei den Erfolgen gibt es auch was Neues. Und zwar gibt es jetzt Battle.net-Erfolge. Das heißt, wenn ihr mit einem Charakter so einen Battle.net-Erfolg habt, also es sind dann eben halt bestimmte Erfolge wie die Scheune wird voll, also mit den Reittieren sammeln und wenn man ein Haustier ergattert hat, muss man das nicht nochmal mit jedem Char wiederholen, damit auch jeder Char diesen Erfolg hat, sondern diese Erfolge bleiben dann einfach. Erbeutet man einmal mit einem Charakter und wir werden den anderen Charakteren allen gut beschrieben. Hier gibt es auch schon, sind auch schon die Erfolge für, wie es aussieht, für Szenarien mit eingebaut worden. Aber dazu dann, wenn es soweit ist, wenn man diese also auch spielen kann. So, Questlog ist geblieben, der Gildenbörse ist geblieben, der Spieler gegen Spieler ist geblieben. Im Dungeon Browser gibt es jetzt, ist auch ein bisschen aufgemotzt worden. Und zwar könnt ihr ganz easy
jetzt hier zwischen Dungeon, Schlachtzug oder Szenario wählen. Die Szenarien sind leider hier noch keine drin. Letztens waren auf, ja, schön von der Gilde, waren auf Hordenseite, konnten wir schon einen kleinen Einblick bekommen, weil da hatten wir dann hier tatsächlich ein Szenario stehen, der Untergang Terramors. Also da bin ich schon mal ganz gespannt drauf. Also diese Szenarien sind so gesehen, glaube ich, Ein-Mann-Dungeons, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, wo man auch hochwertige Beute kriegen kann, die zwar okay, das ist noch nicht, die zwar noch ein bisschen schwächer ist als die ganz normale 5-Spieler-Beute, aber immerhin kriegt man dann doch schon ein bisschen schneller vielleicht epische Gegenstände. So, dann ist noch hier unten dazugekommen die Reit- und Haustiere. Wir erinnern uns, die waren ja damals in unserem Zauberbuch mit angehangen, haben jetzt hier unten ihren eigenen Reiter bekommen, und das sieht dann ungefähr so aus. Wir haben einmal unsere Reittiere, jeder auf der Beta diesen Rabenfürsten, die werden dann hier komplett aufgelistet. Und der Wildtierführer finden wir jetzt zukünftig unsere ganzen Haustiere. Wie man sieht, sind die auch schon, also kann man hier auch schon einen kleinen Einblick bekommen, was für Fähigkeiten diese Haustiere haben für die Haustierkämpfe. Also man kann diese Haustiere dann ganz normal beschwören, zack, da läuft die Kakerlake, oder man geht auf Kampf finden, was bis jetzt leider immer noch nicht funktioniert, und kann sich dann eben Hausleute suchen, die für Haustierkämpfe, also die, man kann sich Kämpfe für seine Haustiere suchen. Was noch ganz cool ist, dass es jetzt auch Infos gibt bei einigen Haustieren. Wenn ihr zum Beispiel auf diese Karte gehen, und dann steht ja, wo man die zum Beispiel bekommen hat oder wo man den finden kann, was jetzt hier zum Beispiel bei Mokablo ist, ist die BlizzCon 2011. Bei der Kakerlake zum Beispiel werden es der Händler Rashad in der Zone Nethersturm oder der Verkäufer Jemia Payson in Trisfall. Und so kann man sich eben halt auch die ganzen anderen Haustiere, die es alle gibt, werden hier grau angezeigt. Und das Schöne ist, wenn man dann wirklich mal auf der Jagd nach Haustieren ist, muss man sich nicht nur im Internet suchen, sondern man kann einfach mal irgendwas anklicken und guckt einfach, ein zufälliger Verkäufer ist natürlich dieser Geppetto, der dieses Ding verkauft. Aber man kann eben halt schon ein bisschen gucken, woher man diese Tiere kriegen kann. Das ist auch zum Beispiel, ist das jetzt jetzt auch so, dass was soll ich jetzt sagen? Irgendwas lag mir gerade auf der Zunge. Wie gesagt, ihr könnt diese Haustiere dann eben hier euch rüber suchen, finden. Ihr könnt diese auch, genau, das wollte ich sagen. Zukünftig könnt ihr die Haustiere nämlich auch selber sammeln. Also das heißt nicht, dass ihr nur noch irgendwelche Rare Mobs prügeln müsst, es bleibt trotzdem noch. Aber so einige Haustiere, die neu eingefügt worden sind, wie zum Beispiel die besudelte Ratte oder sowas, so gibt's ja in, ist ja in Haus, hier steht's, da steht's auch, Haustierkampf Teufelswald. Also das sind zum Beispiel Tiere, die man sammeln kann. Die, also man kann sich auf der Karte, irgendwo kann man einstellen, dass, wie gesagt, auf der Karte dann später angezeigt wird, wo, wenn so ein Haustier auftaucht, dann kann man einfach hingehen und dann erscheint so ein kleines Greifsymbol und man kann sich's einfach einstecken. Ist ganz nett. So, dann gab es ja noch eine kleine Neuerung. Mal gucken, ob ich das jetzt wieder hinkriege. Und zwar, wenn wir ein Haustier schon erlernt haben, zum Beispiel jetzt in dem Fall die Kakerlake, können wir es in Käfig setzen, drücken, plupp, und ohne Add-on, Taschen ist echt doof, haben wir hier, dass die Kakerlake jetzt in unserer Tasche wieder zurück, in unsere Tasche zurückgelegt. Also ich gehe jetzt davon aus, weil man steht ja nicht zum Seelen gebunden etc., dass man das Haustier einfach, steht ja auch die Stufe, wie man sieht, also es ist ein Kampfhaustier Stufe 1, dass man diese Haustiere auch trainieren kann und dann schön auf Höchstlevel im Aha verkloppt. Also würde ich jetzt mal schätzen.
Also so kann ich mir das nur vorstellen. Ich habe ja vorhin auch schon mal ins AHA geguckt. Da sind jetzt einige Haustiere gelandet, die man eigentlich, also die ich vorher meines Erachtens, glaube ich, konnte man die sich nur für seinen Account kaufen oder für irgendwelche speziellen Erfolge kriegen. Also ich denke, das wird in Zukunft dann. Ich kann es ja mal ausprobieren, ob es hier mit diesem Mukablo. Können wir Mukablo? Nee, das geht nicht. Okay, also die bleiben rare. Aber wie gesagt, alle anderen Haustiere, die findbar sind, also alles, was kampffähig ist, richtig, kann scheinbar trainiert werden und man kann es wieder in den Käfig zurücksetzen und einfach, oder man kann es einfach wieder lernen. Ja, also kann man vielleicht sich sogar 10.000 Kakerlaken kaufen, diese alle trainieren und eine kleine Kakerlakenarmee im AHA versteigern. Dann kann ich das zum Hauptberuf machen, irgendwelche Haustiere zu trainieren und verscherbeln. Wird bestimmt lustig. Ja, das war's jetzt auch erstmal mit den kleinen Neuerungen im Interface. Ich weiß gar nicht, gab es noch was an der Karte? Ich glaube aber nicht, dass ich irgendwas Neues. Nö. Ach ja, es gibt jetzt auch Knotenpunkte kann man sich anzeigen lassen. Was das noch genau ist, das kann ich leider noch nicht sagen. Also, was diese Knotenpunkte sein sollen. Aber das werde ich ja hoffentlich bald rausfinden. Und ich hoffe, dass ich auch demnächst mal es schaffen werde, in die erste Instanz mit reinzukommen, damit ich euch da schon mal ein paar nette Bilder draus zeigen kann. Und ich hoffe, euch hat diese kleine Übersicht hier mal gefallen. Über die kleinen Interface-Änderungen. Ist jetzt zwar nichts Großes, aber es ist vielleicht doch mal was Sehenswertes gewesen. Ja, und wir sehen uns im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play World of Warcraft Beta. Bye bye.